Alle sehnen sich nach ihm, den Frieden, möglichst sogar den Weltfrieden. Aber es ist ja schon viel gewonnen, wenn man im Kleinen Frieden halten kann. In der eigenen Familie, in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis. Paulus schreibt an die Römer, ist möglich, so viel an euch liegt, haltet mit jedermann Frieden. Ich finde das sehr sympathisch. Er schreibt, ist es möglich, denn er weiß, wie schwierig das ist. Heute in diesem Videogruß gibt es einige Gedanken zu diesem wichtigen Thema. Den Frieden, der höher ist als alle Vernunft und nach dem wir uns sehen. Als Missionare nach Kanada kamen, da erzählten sie auch den Indianern dort von ihrem Glauben an Jesus Christus. Unter ihnen war ein junger Häuptlingssohn namens Maskepeton vom Stamme der Cree. Dieser weigerte sich erst, den Glauben anzunehmen, aber entdeckte dann in der Auseinandersetzung doch die Schönheit und die Kraft des Glaubens an Jesus Christus. Als der Vater von Maskepeton durch einen Gegner des Stammes der Blackfoot-Indianer getötet wurde, der ritt Maskepeton zum Dorf des Mörders. Er forderte, dass man den Mörder zu ihm führe. Er sagte ihm dann Folgendes: Du hast meinen Vater getötet. Von nun an wirst du mein Vater sein. Du wirst mein bestes Pferd reiten. Du wirst meine beste Kleidung tragen. Der gegnerische Krieger war erstaunt und erwiderte: Nun hast du mich getötet. Damit meinte er wohl, dass alle Hass, alle Feindschaft vertilgt wären. Und er sagte den Menschen in seinem Stamm: Seht euch diesen jungen Häuptlingssohn an. Dieser ist wahrhaft mutig und stark. Die Kraft der Vergebung und der Versöhnung, sie kann Menschen zusammenführen. Sie kann mit Liebe und Hoffnung versöhnen. Niemand hat größere Kraft als der, der seinem Feinde vergibt. Mit Worten von Franz von Assisi. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glaube bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Hoffnung ist nicht nur ein Wort.